Hallo zusammen, hi everyone. So, ich habe hier mein Bild, das kennt ihr vielleicht noch. Und zwar habe ich hier einen Schutzlack drauf gesprüht, einen Seitenglanz. Und habe jetzt aber hier noch einen Rest von diesem Clear Pouring Top Coat. Ich hoffe, der reicht. Und da wollte ich jetzt einfach mal testen, ob dieser auch auf schon mit Schutzlack überzogenen Bilder hält, weil ich gehe davon aus, dass es dann noch mal besser rauskommt, wie es jetzt aussieht. Man sieht es vielleicht, es glänzt leicht, soll ja auch seitenmatt so sein. Aber ich denke mal, mit diesem Clear Pouring Top Coat kommt es noch mal besser raus. Wie gesagt, ich hoffe, es reicht. Okay, bevor wir anfangen, wollte ich auch euch noch die trockenen Bilder zeigen. Das ist ja dieses eine hier, wo ich die Zellen reingetupft habe praktisch. Es ist natürlich etwas verlaufen noch, also im Prinzip noch weniger reinmachen. Aber ich denke mal, wenn man da auch einen Ganzlack drauf macht, sieht es auch richtig gut aus. Dann dieses Bild hier. Ja, war ja ein bisschen Geschmackssache. Gut, ist jetzt auch nicht eins von meiner besten Bilder, aber die verschiedenen Strukturen finde ich auch gar nicht so schlecht von kleinen Zellen. Bis hin zu diesem, ja, ich sage jetzt mal korallenartigen Zellen. Okay. Und dann hier noch, ist jetzt noch etwas nachgedunkelt. Mein sogenanntes Geisterbild. Ich finde halt, sieht hier aus wie so ein Gerüst, also ein Skelett. Und hier kann man sich vorstellen, so ein verschwommener Kopf. Aber gut. Na, muss ich auch ein bisschen sauber machen. Und dann mit einen schönen Glanz lag, dann kommt es, denke ich mal, auch richtig gut raus. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Also, wer es noch nicht gesehen hat, das Bild ist 30 auf 24 cm. Und ich habe jetzt vielleicht noch so viel drin und ich hoffe, das reicht wirklich. Ich gebe das jetzt hier drauf und lasse es dann runterlaufen, in der Hoffnung, dass es reicht, weil nicht, dass das Bild kaputt ist dann. Okay, testen wir das mal. Lassen wir das mal ein Stück laufen. Wie gesagt, wichtig ist mir, dass es darauf hält, obwohl schon ein Schutzlack drauf ist. Wobei ich da eigentlich keine Bedenken habe. Gut, aber sagt niemals nie, ne? Dass die Ränder auch voll sind. Und seid wirklich nicht zu sparsam. Das sollte wirklich in einer Schicht aufgetragen werden. So, jetzt haben wir das Problem, dass es hier ein bisschen mehr läuft. Schaue ich mal, dass ich den Rand zubekomme. Und lasse es immer ein bisschen einmal links und einmal rechts runterlaufen. Dann verteilt sich es auch mehr und gibt keine solche Tropfenformen. Vielleicht nochmal, ich habe eh nicht mehr viel. Dass ich hier den Rand zubekomme auch. Also diesen Rand sollte man natürlich die andere Seite auch zubekommen. Ganz klar. So, dass es drüber gelaufen ist, ups.
So. Also wie gesagt, schau, dass es in einem Gang zubekommt. Falls ihr etwas nachtropfen wollt nachher noch, das habe ich ja auch schon mal getestet, dass mir das in, also ein Klecks habe ich noch drauf gemacht, das sieht man einfach. Deswegen sollte es in einem Zug klappen. Und dann passt es auch. Gut, der Rand ist jetzt nicht ganz so das Wichtige, aber halt die Oberfläche sollte glatt in einem Zug sein. So, das war's jetzt eigentlich schon. Ich habe hier vielleicht eins, zwei, drei so kleine wie so, ich sag mal, Dreckkörnchen drin. Weiß auch nicht, ob es Bläschen sind. Oh doch, sind Luftbläschen. Pass mal auf, dann gehe ich ganz kurz mit dem Heißluft füllen. Sollte man vielleicht nicht so machen, nur um die Luftbläschen rauszubekommen. So. Ja, das waren Luftbläschen. Weil wenn ihr da zu lang macht, dann gibt es Krater. Das solltet ihr auch aufpassen. Aber soweit ist gut. Okay. Das war es jetzt eigentlich schon. Ich würde sagen, ich lasse es trocknen und dann zeige ich es euch, wenn es getrocknet ist, weil dann wird es ja komplett transparent wieder. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, aber ich habe da keine Bedenken. So, das Bild ist jetzt am nächsten Tag. Es ist fast getrocknet. Hier in der Mitte seht ihr eigentlich noch ein bisschen einen, ja, ich sage jetzt mal so einen weißen Schleier. Das trocknet noch nach. Bei mir ist natürlich jetzt auch recht kalt hier unten schon wieder. Ja, circa 17 Grad. Dann dauert es etwas länger. Ich wollte aber nicht mehr länger warten, um das Video fertig zu machen. Aber ihr seht ja, wie es außen aussieht dann. Also es kommt richtig gut raus. Muss ich sagen. Glänzt auch richtig schön. Jetzt seht ihr natürlich auch meine Lampen vor lauter Glanz. Also es funktioniert. Ich habe hier versucht mit dem Föhn, also mit dem Heißluftföhn, etwas nachzutrocknen, damit es schneller geht. Das solltet ihr nicht machen, weil dann gibt es wie so, ja, ich will nicht sagen Luftbläschen, aber so leichte Erhöhungen. Also lasst es in Ruhe trocknen. Dann funktioniert das auch. Aber kommt halt richtig cool raus. Vor allem, wie gesagt, die Farben, die Farben kommen einfach nochmal besser raus. Ich drehe es mal ein bisschen rum, damit das Licht weg ist. Jetzt seht ihr auch diesen leichten Schleier noch hier. Da muss es noch fertig trocknen. Aber ansonsten genial. Also, wie gesagt, eine super Alternative für denjenigen, der sich nicht an Harz rantraut, also an dieses Resin. Ja, also ich finde, was Besseres gibt es eigentlich nicht, gerade als Alternative. Okay, und ist natürlich auch einfach aufzutragen. Also gut, dann ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es was gebracht. Gerne abonnieren, wer noch nicht hat, damit ihr keine Neuigkeiten verpasst. Und dann war's das von mir. Dann wünsche ich euch was. Bis dann, euer Helsing. Tschüss, bye.